Herzlich willkommen zu einer neuen Fummelausgabe. Hier, heute spielen wir zwei Spiele an. Ja, könnte vielleicht ein größeres Video werden. Mal gucken. Wir legen jetzt erstmal los mit My Sims auf der Nintendo Switch. Wenn ich mich nicht irre, das erste und einzige Sims-Spiel auf der Switch, endlich mal. Und es kam jetzt im sogenannten Cozy Bundle. Da befindet sich My Sims und My Sims Kingdom auf einer Cartridge. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an. Also, ja, klar. Los geht's. Und da wären wir auch schon im Hauptmenü. Hey! Ja, oh, My Sims. Ist schon ein sehr süßes Spiel. Eher für die Jüngeren, glaube ich, gedacht. Ist ein Spin-off der Sims-Reihe. Kam ursprünglich 2007 raus. Für Nintendo DS. Für Wii und DS. Genau. Ich hatte damals tatsächlich einen Nintendo DS-Teil davon. Ich weiß noch, das mochte ich ganz gerne. Mittlerweile habe ich einen Teil auf der Wii. My Sims auf der Wii. Und halt eben jetzt auch auf der Switch. Ich glaube, für die Switch bietet sich das am besten an. Dann kann man schön im Handheld spielen, unterwegs oder halt am Fernseher. Das ist eigentlich super toll. Ja, in den Optionen wird wahrscheinlich nichts Spannendes sein, genau, nur Stimmen und so. Automatisches Speichern, auch gut. Weiß nicht, ob das neu ist. Ja, und halt, ja, da ist nichts Spannendes, deswegen neues Spiel. Rein da. Ich meine, was soll da auch Spannendes sein? Ich meine, Untertitel? Hä? Die Sims reden nicht wirklich. Ist so ein bisschen symbolisch oder was reden die ja? So, pass auf. Gib hier den gewünschten Namen ein. Meine Stadt, ja. Hä? Oh, jetzt habe ich A gedrückt statt. Oh, mit Y hätte man das machen müssen. Ist egal. Der Spielstand ist jetzt eh nur fürs Fummeln gedacht. Wollte ihn jetzt nicht unbedingt behalten dann. Hallo, ich bin Bürgermeisterin Rosie P. Martin. Falls du ein bisschen Zeit hast, würde ich dir gerne die Geschichte meiner Stadt erzählen. Es ist eine sehr außergewöhnliche Stadt, um ehrlich zu sein. So war meine Stadt damals. Voller Leben, Persönlichkeit und fröhlicher Sims. Ja, da sollte halt jetzt der Stadtname sein, naja. Alles in der Stadt war so einzigartig. Sims mit den unterschiedlichsten Interessen haben hier gefunden, was sie suchten. Das alles hatten wir einem besonderen Bewohner zu verdanken, der die Macht hatte, mit Hilfe von Essenzen die verschiedensten, großartigsten Dinge zu erschaffen. Eines Tages jedoch verschwand der berühmte Baumeister von meiner Stadt auf mysteriöse Art und Weise. Niemand weiß, wohin er ging, aber die Stadt hat sich seitdem sehr verändert. Sims begannen wegzuziehen. Aber ich habe gehört, dass es noch mehr Sims gibt, die mit Essenzen umgehen können. Es scheint, als kämen sie hier nach meiner Stadt, um uns zu helfen. Ich kann's kaum erwarten. Ich habe gehört, dass sie vielleicht schon mit dem nächsten Zug kommen. Ich frag mich, wie sie wohl aussehen. Und das ist eigentlich schon die Kernprämisse. Wir müssten eigentlich die Stadt einfach wieder aufbauen mit den Kernessenzfähigkeiten. Das wurde jetzt eigentlich schon alles erzählt. Das sind wir. Verwende die ZL- und ZR-Taste oder dehne, ziehe den Touchscreen, um die Kamera heran- bzw. wegzuzoomen. Und ich glaube, ich mache einfach doch jetzt schon den Timer an. So. Genau, ab jetzt machen wir einfach 30 Minuten. Beweg den rechten Stick auf die Haare, Augen, den Mund oder die Kleidung deines Sims oder drücke A, B, um die Option durchzugehen. Okay. Alternativ kannst du auf den Touchscreen klicken. Ach, wie cool. Ist auch noch Touchscreen-kompatibel, schau an. Ja, es sind also wir. Ich mag My Sims. Ich weiß nicht, ich fand es schon immer ganz süß. Aber ja, es hat eben auch noch ein bisschen kindlicher gehalten. Halt alles auf süß. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Hey, blau finde ich eigentlich ganz cool gerade mal. Man kann sogar die Stimme ändern, das ist cool.
Das klingt lustig. Ja, machen wir so. Bin ich eigentlich... Was bin ich überhaupt? Gibt's hier überhaupt männlich-weiblich? Oder ist das eigentlich nur Aussehen-like? Hautfarbe. Das ist gut. Sim. Ja, aber der hat jetzt einen Namen. Jetzt pass mal auf. Schluss jetzt. Ich hab, den Timer starte ich sonst normalerweise, wenn wir uns schon bewegen können, wenn wir drin sind im Spiel. Aber da wir in der Folge vielleicht tatsächlich beide Spiele anspielen, ja, wollte ich jetzt einfach mal, ne, schon mal rein hier. So, was haben wir hier? Brillen. Auch gut. Es ist halt so süß. Ich wünschte, man könnte es aber irgendwie zu zweit spielen. Das geht leider nicht. Das ist ein vollständiges Singleplayer-Game. Fast schon schade. Okay. Sind auch süß. Ja, es sind schon süße Sachen alles. Das sieht lustig aus. Oh, hä? Ich könnte einfach Naruto nachstellen. Ah ja, da ändere ich die Haare so. Aber das sind alles... Sind das jetzt nicht alles weibliche Frisuren? Ach, jetzt kommen die männlichen Frisuren. Ah, es gibt kein männlich und weiblich einfach. Das ist wirklich je nachdem, wie sie aussehen. Fertig. Hä? Einfach Ehrenjäger. Einfach Attack on Titan. Was gibt's denn da noch so alles? Coole Outfits eigentlich. Oh, hä? Oh, das gefällt mir jetzt irgendwie. Weißt du was, das lassen wir jetzt einfach. Mach jetzt nur noch so und dann einfach rein da. Let's go. Willkommen in meine Stadt. Komm, wir gehen ins Rathaus und sagen Bürgermeisterin Rosie Bescheid, dass du da bist. Erinnert jetzt auch... Oh, wir laufen von selbst. Erinnert jetzt auch irgendwie ein bisschen an Animal Crossing, oder? Gerade so ein New Leaf oder sowas. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so nachdenke... Ja, ich glaube, das könnte man ein bisschen mit Animal Crossing vergleichen. Oder mit was man es auf jeden Fall heutzutage vergleichen könnte, wäre dieses Disney... Disney, Stardew Valley, nein, Disney, Dream Valley, dies, das, Disney, Dreamlight Valley, danke, genau, so. Das ist das Rathaus. Wenn du Bürgermeisterin Rosie sprechen möchtest, findest du sie garantiert hier. Sag ihr doch mal Hallo. Beweg dein Sim mit dem linken Stick. Beweg dein Sim zu einem Objekt oder einem anderen Sim und drücke den A-Knopf zum Interagieren. Verwende die L- und R-Taste oder wische über den Touchscreen, um die Kamera nach links oder rechts zu bewegen. Achso. Um heran bzw. rauszuzoomen. Ja, da können wir so rein und rauszoomen. Da ist mein Cursor, das ist irgendwie sehr interessant. Da können wir hier so... Ist doch eigentlich ganz cool. Wir sehen lustig aus. Können wir auch irgendwas eigentlich? Irgendwie auch emoten oder sowas? Irgendwas? Nee. Okay, hallo. Sul. Na, wenn das nicht Gecko ist, willkommen in meine Stadt. Wir sind sehr froh, dass du uns helfen möchtest, die Stadt wieder aufzubauen. Hast du schon den Einwohnermeldeschein ausgefüllt? Den muss ich abheften, bevor du in die Stadt ziehen kannst. Klar. Machen wir gleich. Manchmal sind für ein Objekt oder einen Sim mehrere Interaktionen verfügbar. Du kannst sie durchstöbern, indem du den Links- oder Rechtsknopf benutzt oder einfach den Cursor auf die jeweilige Interaktion bewegst und dann den A-Knopf drückst. Ah ja, Antrag geben. Tipps, our food. Für dich. Lustig. Fantastisch, das hast du gekonnt ausgefüllt. Ach, wie ich Papierkram liebe, wirklich sehr gut. Niemand jemals. Ich kann es gar nicht abwarten, dass du unsere Stadt wieder aufbaust. Ich habe gehört, dass du sehr geschickt in solchen Dingen bist. Aber das kann noch warten. Du bist bestimmt sehr müde, nicht wahr? Komm, ich bring dich in dein neues Zuhause. Folge mir. Oh ja, wir bekommen ein Zuhause. Geht einfach direkt schon auch los. Hey, finde ich. Das ist auch spannend. Verlassen? Ja, jetzt. Hallo. Tja, das ist meine Stadt. Wie du siehst, ist alles ein wenig heruntergekommen. Und viele Leute wohnen hier auch nicht. Und genau da kommst du ins Spiel. Ich bin mir sicher, dass du der Stadt der 0, nichts wieder zu ihrem früheren Glanz verhelfen wirst. Sehen wir uns mal dein Haus an. Okay.
Oh, dieser Cursor hier, der nervt mich ein bisschen, dass man den nicht ausschalten kann oder so. Kommt jetzt in irgendein Eck. Der Postbote? Oder wie, oder was? Wir laufen immer noch von allein hinterher. Weiß nicht. Oh, das ist ja mein tolles Haus. Ja, das ist ja super. Was? Oh nein, das ist ja gar kein Haus. Wie peinlich. Naja, da du so gut bauen kannst, kannst du direkt mit deinem Haus anfangen. Na super. Das ist der Arbeitsbereich für dein Haus. Hier kannst du Blöcke bis zu 2 Stockwerke hoch aufstapeln. Bewege den Cursor auf den gewünschten Block und drück den A-Knopf oder tippe ihn an, um ihn aufzunehmen. Verschiebe ihn dann in deinen Arbeitsbereich und drücke erneut den A-Knopf, um ihn abzulegen. Im Anstrichmodus kannst du auf die Objekte zeigen, die du gebaut hast, und ihre Farbe ändern. Wenn du deine Arbeit beendet hast, musst du den Plus-Knopf drücken. Okay, vergiss nicht, eine Tür anzubauen, ja. Hier werden deine Baublöcke angezeigt. Drück den Links- oder Rechts-Knopf oder tippe auf die Pfeile, um zwischen den verschiedenen Blöcken zu wechseln. Okay. Ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen der Kernaspekt, ne? Immer mal wieder Sachen bauen, um die Stadt ja auch wieder aufzubauen. Legit, das ist so. Okay, dann gucken wir mal. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das geht. Also ist das einfach, das ist das Haus. Also das ist einfach so. Ah, und dann snappt es halt dahin, wo ich meine Tür haben wollen würde. Ich mach die jetzt mal so hin. Ich glaube, die meisten setzen die Tür in die Mitte. Ich will das jetzt nicht. So, pass mal auf. Ich kann 2 Stockwerke... Ist das... das ist... Oh, ach krass, schau. Ich kann das auch versetzt bauen, oder? Ah. Okay. Ah, komm, das machen wir jetzt einfach, komm. Aber wie war das? Also kann ich drehen, aber... Oh, ach du Scheiße, ach so! Ach du heilige Scheiße. Aber man muss da immer durchklicken. Ach so, nee. Ach so, Steuerkreuz links, rechts, genau. Wie ist es ja? Ach du Scheiße, das ist ja... Das ist ja super komplex auf einmal. Okay, warte, ich will das doch nicht in Blau haben. Löschen. Okay, pass mal auf. So. Und dann? Das da, weil es lustig aussieht. Nee, das passt nicht. Das ist nicht cool. Oh, ich darf mich gar nicht so viel damit jetzt aufhalten, ne? Aber wir machen jetzt noch ein bisschen. Warte mal. Hier, Dach. Komm, wir machen einfach ein recht easy Haus. Das sieht so blöd aus. Hä? Ich kann das schon nicht mittig platzieren. Das ist ja nervig. Oh mein Gott, ist ja gut. Zu streichen. Stimmt. Das geht ja auch noch. Farb- und Texturauswahl. Boah, das ist ja so crazy. Was da alles möglich ist, hey. Das weiß ich alles so nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr sicher, ob das alles auf der Nintendo DS-Version damals auch schon drauf war. Ich meine, das war 2007. Weil nun, Kitty, keine Ahnung mehr von allem, echt? Ich weiß nur, dass ich es sehr süß fand und ich meine Sims eigentlich ziemlich gern mochte. Aber, man kann schon quasi sagen, das ist hier trotzdem blind für mich. So, hey, keine Ahnung, was hier so abgeht. Grundsätzlich. Das ist doch viel zu klein, jetzt lass es doch mal sein. Ja gut, dann machen wir halt doch so. Dann machen wir mal anstreichen, weil das geht ja dann auch. Und dann machen wir einfach so. Ja, weil ich krass bin. Oder wir machen versetzt, das ist auch irgendwie lustig. Und dann Dach. Versetzte Farbe. So. Das sieht komplett bekloppt aus, aber ich will das jetzt auch so. Ach, das geht nicht. Ach, das... Ach so. Crazy. Das sieht alles so bekloppt aus. Ich lieb's. So. Hier noch ein Fenster, das ist super wichtig. Hier auch
Euer Hier-Fenster, ganz wichtig. Hey, ich frag mich, wenn man hier eine Tür hinsetzt, haben wir dann so eine Art Dachterrasse. Ich probiere das mal aus. Wer weiß, da ist ein Gartenzwerg, der ist wichtig. Ah, ja. Ja, ja, klar. Sieht doch komplett scheiße aus. Nee, sieht das doch super lustig aus, komm. Ah, hier noch zwei Fenster hin. Ja klar, die untere Etage braucht aber auch Fenster, das ist ja super wichtig. Achso, hat's dann sonst schon. Ja, fertig, würde ich sagen. Noch ein Flamingo. Die sind super wichtig. Kleine Flamingis. Und dann sind wir fertig. Wow, was für ein fantastisches Haus. Du kannst wirklich gut bauen. Ich hatte schon gehört, dass du ziemlich gut mit Essenzen umgehen kannst. Gar nicht schlecht. Essenzen liegen überall in der Welt herum. Mit ihnen können Sims wie du tolle Sachen bauen. Komm, wir gehen in den Stadtgarten und sehen uns ein paar Essenzen an. Aber ich will doch endlich in mein scheiß Haus. Na gut, das sieht süß aus. Schmetterlinge, okay. Wer sind die? Hallo, hallo. Ich möchte mal auch mich selber umschauen können. Immer diese Tutorials. Hier sind ein paar rote Äpfelessenzen. Du kannst sie in die Erde pflanzen, damit du aus ihnen Apfelbäume mit roten Äpfeln wachsen tun lassen würden. Besorg 10 rote Äpfel und komm dann wieder zu mir ins Rathaus. Dort wartet etwas ganz Besonderes auf dich. Du hast 2 rote Apfelessenzen erhalten. Wähle die Ernteschaltfläche, um Äpfel zu ernten. Die Interaktion erscheint, wenn du dich einem Baum näherst. Okay. Na, endlich können wir uns mal ein bisschen umschauen. Oh, der Cursor. Das ist ein bisschen komisch, weil man dreht die Kamera mit den Schultertasten. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Okay, hier ernten. Und das sind Äpfel? Bananen? Weiß ich nicht. Was ist das da? Gelbe Blüten. Pflanzen. Hä, er geht jetzt alleine irgendwo hin? Keine Ahnung. Ah, du kannst bestimmte Essenzen einpflanzen, damit daraus Bäume wachsen. Wenn du eine Essenz pflanzen möchtest, werden nur die Essenzen angezeigt, aus denen Bäume wachsen können. Vergiss auch nicht, deinen neuen Baum regelmäßig zu gießen. Ah, so. Ja, dann machen wir mal sowas hier. Oder ist das eine Gurke? Gießen. Gießen? Wenn du einen Baum gießt, wächst er schneller und trägt mehr Früchte. Außerdem macht ihn das Wasser wieder gesund, wenn er krank war. Hey, was passiert da? Ach, jetzt gießt er ja das. Warum? Ja, aber das da sollst du gießen. Guck mal. Ach, das ist ja lustig. Ah, wir können auch ein bisschen reinzoomen noch. Rausreißen geht auch, okay. Ja, hier nochmal gießen, keine Ahnung. Na gut. Und dann wachsen da, ich weiß nicht, was das ist, Birnen? Ich weiß es doch auch nicht. Hier, guck mal. Ernten. Boah, ganz anders wie die anderen Sims-Teile, echt, gell? Also, was ist das? Untersuchen. Dieses Grundstück ist leer. Ach, gäbe es doch nur jemanden, der hier einziehen könnte. Ach so. Was ist denn das für ein Schweinchen? Was ist das? Ein Restaurant oder was? Okay, hallo? Wer bist du? Was ist hier los? Sollte es mal ein Restaurant werden? Hey Gecko, ich liebe Äpfel. Okay. Nett sein. Lol. okay. Hä, ich krieg Münzen. Okay. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch. Was ist eigentlich das? Ah ja. Das ist halt mein Beutel. Was ist das da? Essenzen. Okay. Und was ist das hier? Entwürfe. Und das da? Aufgaben.
Und das hier? Ach, wie ist... Ah ja, Beziehungen zu Dorfbewohnern. Ach so, okay. Ja gut. Und kann ich damit interagieren? Snack. Nom. Den lassen wir mal allein. Tschüssi. Tschüssi? Gut. Hallo, hallo. Oh, wir können ja rennen. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Hier, das ist mein Zuhause. Da will ich doch jetzt mal rein. Wie schaut's denn da aus? Hallo? Oh. Okay. Ach so, alle sehen erstmal gleich aus. Hey, ich habe immerhin ein Bett. Ich habe immerhin Sachen. Aber so wirklich ein zweites Stockwerk habe ich ja gar nicht. Das ist ja traurig. Oh, hier können wir einrichten. Hebe Objekte auf oder lass sie los, indem du den A-Knopf drückst oder sie antippst. Okay, wenn du ein Objekt in der Hand hältst, kannst du es durch Drücken vom B-Knopf in den Rucksack befördern. Und wenn du von dir gefertigtes Objekt platzieren möchtest, drück den X-Knopf. Okay. Aber wir haben ja da nichts. Das ist ja spannend. Was? Okay. Achso. Aber, ach, das geht nicht. Was ist das? Was ist denn das? Ach so, wie meine... Ach, mein Essenzlevel oder so, ne? Oder irgendwas. Okay. Da ist ein Fenster drin. Warum? Hab ich das gerade weggenommen? Ja, okay. Ja, gut. Verstehe. Ja. Lädt auch zum Glück recht schnell alles wieder. Ja, gut, okay. Ja, das ist ja spannend. Irgendwie können wir springen. Nee, ne? Oh, das ist eine Karte des Stadtplatzes. Tipp direkt auf die Karte, um einen Wegpunkt zu platzieren. Ach so. Am Interessenrad kannst du außerdem erkennen, wie sich der Charakter deiner Stadt entwickelt. Aha, genau, das dachte ich mir schon. Okay, Nee. Wie kann ich die Karte bewegen? Ah, einfach so. Mehr gibt's nicht? Doch, da ist ein Bahnhof. Also auf dem Nintendo DS, da kann ich mich erinnern, da gab's nicht nur eine Stadt. Da konnte man auch noch in Gebiete. Und irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich später mit einem Boot irgendwo in eine andere Gegend gefahren bin. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich's mit der großen Version hier verhält, ob man auch noch in neue Gebiete kommt. Das weiß ich jetzt einfach nicht. Würde ich fast schade finden, wenn es nur das ist. Aber ich vermute nicht, oder? Vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommis schreiben. Das ist das Rathaus, nicht wahr? Hallo? Hallo? Findest du Mormakyu? Ich finde 10 rote Äpfel. Oh, habe ich nicht. Oh, ich habe gar keine 10. Warte mal, wie viel habe ich denn? Oh, 6 Stück nur. Ach so, ja dann. Tschüss. Gucken wir uns halt nochmal ein bisschen um. Oh, dass die Kamera ständig dreht. Ne? Was? Im Brunnen planschen. Lol. Was? Auch gut, okay. Kann man mal machen. Was ist das? Ein Blumenladen? Hallo? Jemand zu Hause? Ist ja voll süß hier. Hallo, hallo. Der Hase da oben. Hallo Gecko, Poppy. Apfelessenzen sind ja so niedlich. Du hast echt Glück, dass die Bürgermeisterin dich gebeten hat, welche zu sammeln. Okay, Poppy. Einfach Poppy Playtime. Raus hier. So. Ah, ja. Da geht's schon irgendwo hin, guck. Offenbar kommst du hier nicht durch. Vielleicht brauchst du ein spezielles Werkzeug. Da geht's irgendwo doch noch hin, ja. Und im Bahnhof wahrscheinlich auch noch. Dann können wir hier rum. Ah, da ist ja auch eine Höhle. Okay, ich glaube, dann hat sich das von selbst erklärt. Es gibt schon noch Gebiete. Das ist cool. Wir können im Fluss rumlaufen. Das ist unerwartet.
Okay. Ach, hier geht's auch irgendwo hin. Oh, irgendwas Japanisches oder so. Schön. Normalerweise könnte man... Ich glaube, man kann normalerweise später angeln. Auf dem DS ging das zumindest. So winzige Kleinigkeiten, die weiß ich noch. Aber ja, sonst... Wo ist denn jetzt dieser Apfelgarten-Schmarrn eigentlich? Was ist das? Ach so, an diesen Dingern kann ich auch pflanzen. Dann machen wir das doch. Gießen. Genau, ja, damit level ich diese Essence-Essenzen. Ja, dann wachs mal schön. Wachsmalstift. So. Fällen. Das sieht ja furchtbar aus. Wenn du einen Baum fällst, werden all seine Essenzen freigesetzt. Außerdem kannst du dann Hellholz, Dunkelholz und faules Holz-Essenzen sammeln. Je nachdem, um was für eine Art Baum es sich handelt. Ah. Oh. Okay. Hier kann kein neuer Baum gepflanzt werden. Pflanz woanders einen Baum oder fäll diesen Baum, um Platz zu schaffen. Ja, ich will den ja auch hier einstampfen. Guck, da steht doch was. Auch gut. Klar, so funktioniert das. Normal. Noch mehr Äpfel. Äpfel sind wichtig. Und gießen. Cool. Alles super easy, selbsterklärend. Und super süß gemacht. Ich weiß nicht. Ja. Nett. Okay, das heißt, alle roten Popel auf der Map sind eigentlich... Hier Baumsachen. Das heißt, das stampfen wir auch mal ein. Wir machen mal die Stadt hier schön. Hier mache ich jetzt aber sowas hier, so Blumenbaum. Oh, es wird Nacht, schau an. Gießen. Ach, wie süß. Was sind das für Essenzen? Und das mache ich hier auch nochmal. Denselben. Das wird schön. Finde 10 rote Äpfel, weiß ich doch. Lass mich doch mal die Stadt verschönern hier. Hm? Was ist denn verwirrend mit der Karte und der Karte, der Steuerung. Wie man hin, wie man wohin laufen muss. Ich weiß wirklich nicht, Y, wo sind denn die Äpfel? Wo sind die eigentlichen Apfelbäume, die wir da hatten jetzt vorhin? Ich habe nicht aufgepasst, wo wir da hingelatscht sind. Wie sind wir vorhin gerannt? Warum ist es schon Rennen? Oh. Ups. Genau, wir sind hier an dem Schweinerestaurant vorbei. Oder halt. Restaurant einfach. Hier oben, guck mal da. Was ist denn da los? Gelbe Blüten. Ach so. Na, das sieht doch schon nach was aus. Wo ist es also? Da unten. Ah, okay. Ist quasi der Park, ne? Wenn du so willst, ne? Ernten, gießen, düngen, fällen. Düngen. Düngen klingt gut. Wenn du einen Baum düngst, lässt er eine Menge Essenzen fallen. Allerdings schadet ihm der Dünger auch. Ach so! Oh. Oha! Du hast 10 Äpfel gesammelt. Okay. Upsi! Entschuldigung, Bäumli, aber dann geht es jetzt einfach auch schneller. Tschüss! Hm. Das Rathaus. 5 Minütchen haben wir noch. Und dann schauen wir uns, denke ich, einfach noch Kingdom an. Was ist das? Okay. Vielleicht mache ich auch ein extra Video, ich weiß es noch nicht. Sehr gut, 10 leckere rote Äpfel. Ich habe den Plan für die Essenzen. Wir werden später etwas für das Rathaus damit bauen. Okay. Weißt du schon, dass wir dir eine schöne Werkstatt gebaut haben, in der du arbeiten kannst? Komm, ich zeig's dir. Folg mir. Klingt toll. Ach, jetzt können wir auch endlich mal selber ihr folgen, wirklich. Mhm. Hallo! Ach, jetzt folgen wir ihr wieder so automatisch. Okay.
Eine Werkstatt, sagst du? Ja? Gibt wohl keine Werkstatt, sagst du? Oh, nein, nicht schon wieder. Sieht so aus, als müsstest du deine Werkstatt selber bauen. Gut, die bauen wir noch. Es wird Zeit, dass du dir eine Werkstatt baust und vergiss das Werkstattschild, den Hammer, nicht, wenn du fertig bist. Okay. Eine Werkstatt, sagst du? Ja, dann bauen wir mal eine lustige, schiefe Werkstatt. Türen. Die da. Fenster. Die da. Becher. Ist da. Warte. So. Nee, doch nicht. Warte mal, das da. Gut, jetzt nur noch einfärben. Achso, ich könnte auch so machen. Ja, drei einfach. Das sieht doch nach einer Werkstatt aus. Hier, Werkstattschuppen. Achso, ja, fertig. Fertig? Fertig. Oder muss ich den Hammer jetzt da noch irgendwo hinballern? Ja, ja, guck mal hier. Ja, okay, verstehe. Ah, da haben wir auch noch tolle Sachen. Es wusste ja niemand. Das wird eine schiefe Angelegenheit. So, der Hammer also. Der muss also wohin. Ah, verstehe. Ach, so ist es also. Mhm. Ja, dann kommt halt dahin. Das ist jetzt wurscht. Wir machen das jetzt einfach mal so. Wie aufregend, was du alles in einer Werkstatt wie diese erschaffen kannst. Aber fangen wir mit etwas Einfachem an. Jeder braucht doch einen bequemen Stuhl, nicht wahr? Ja. Das ist dein Arbeitsbereich. Um ein Objekt zu bauen, musst du den Bauplan des Objekts von unten nach oben mit Baublöcken füllen. Zeig mit dem Cursor auf den gewünschten Block, drück den A-Knopf. Ja, okay, das kriegen wir hin. Wenn du einen Block bla löschen, wenn du fertig bist, drück plus. Also eigentlich genau wie im Baumodus, nur dass wir hier jetzt einen Stuhl bauen müssen. Das ist ja spannend. Bauplan aus, Bauplan ein. Gleitmodus. Okay. Und verschiedene Teile. Wir können nicht färben. Achso, gut. Ja, dann. Doch. Nee. Nee. Na gut, dann. Hier. Ach. Nee. Geht ein Snap-Tool? Gar nicht. Springmodus. Ein. Hä? Aber. Ach, ich muss ja auch. Okay, wirklich. Ich muss ja wirklich von unten nach oben. Ich muss ja wirklich damit anfangen. Was war das denn eben? Kann ich die Blöcke nicht direkt kopieren eigentlich? Ich kann sie drehen. Das ist auch gut. Ich kann vor allem auch zoomen. Aber dann verschwindet es da unten. Das ist ja doof. So, jetzt komm mal ran hier. Peng. Ja, es ist halt noch Tutorial-like. Ich glaube, später können wir aber ein bisschen freier bauen. Oh, schau mal, jetzt müssen wir das drehen. Warum ist denn dieser Sim da immer im Weg? Mach den mal weg da. Naja. Und so. Fertig. Gut gemacht, so. Jetzt wollen wir ihn in deinem Haus abstellen. Na gut, dann machen wir das auch noch. Aber dann sind wir durch. Ja, ist ja ganz süß, ne? Ist halt ein cozy Game, komplett. Es ist wirklich komplett entspannend. Es ist was Süßes. Es ist was für zwischendurch. Ja. Wenn du in deinem Haus Möbelstücke platzieren oder verschieben möchtest, das haben wir schon gemacht vorhin. Ja, das ist so. Dann machen wir das mal. Pass mal auf hier. Einen schönen Stuhl hier aus dem Rucksack ziehen. Zack. Dann können wir den so drehen und dann können wir den hier so hinstellen. Zack und fertig. Brillant, du bist ein Profi im Umdekorieren.
Wenn du in deiner Werkstatt ein neues Objekt bauen möchtest, brauchst du erst einmal einen Entwurf dafür. Hier sind ein paar Entwürfe, mit denen du anfangen kannst. Sieh dich ruhig ein wenig in der Stadt um und sag allen Hallo. Später kannst du zu mir ins Rathaus kommen. Vielleicht habe ich ja eine Aufgabe für dich. Die Bürgermeisterin hat dir ein paar neue Entwürfe gegeben. Sie sind in deiner Werkstatt verfügbar. Ja, es ist wirklich so ein bisschen Animal Crossing-like, ne? Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, das Spiel zu speichern. Drück einfach den Plus-Knopf, um das Pause-Menü aufzurufen und wähle dann Spiel speichern. Ja, dann machen wir das. Na, dann war das jetzt erstmal My Sims für die Nintendo Switch. Teil 1, ne? Das erste My Sims. Wie gesagt, es gibt noch My Sims Kingdom und ich mache ein extra Video dafür. Ja, ich denke schon. In dem Sinne, sehen wir uns im nächsten My Sims Kingdom Video wieder. Ich werde es euch jetzt gleich hier in dieser Endcard hier verlinken, dann könnt ihr da draufklicken und gleich mit My Sims Kingdom, ja, weitermachen. Wenn ihr möchtet. Okay, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freut ihr euch, dass My Sims auf der Switch ist? Kennt ihr My Sims? Habt ihr es selbst schon mal gespielt? Und ja, wie gefällt es euch? Schreibt es gerne in die Kommis, hinterlasst gerne Bewertungen. Abonniert mich gern, wenn ihr keine weiteren Fummel- oder Let's Play-Videos mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss, euer Gecko, macht's gut.